Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hearthstone. Wir spielen eine Runde Wild. Wieder mit Tess und Jörg. Wir sind ja noch nicht wirklich weit in dieser Saison. Ich weiß auch nicht, ob wir es noch wirklich weit treiben werden in dieser Saison. Aber zumindest ein paar Ränge aufsteigen. Sollte auf jeden Fall drin sein. Und ja, schauen wir mal, was uns heute erwartet. Auf den unteren Rängen ist es immer, finde ich, ganz stark gemischt. Priester gefällt mir aber erstmal gut. Gegen Tyrande. Möge Elune mir Kraft geben. Niemand entrinnt meinem Zorn. Alter, überlege ich fast, Tess auf der Hand zu behalten. Aber machen wir mal lieber noch nicht. Ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. So, wir haben auf jeden Fall die Hand. Das Schwert draußen, die uralten Klingen können wir uns sofort holen. Gegner hat keine Runde 1 gespielt. Wir könnten Coin auf den Shimmerfox. Würde ich aber erstmal nicht machen wollen. Gartengauner. Spielt ihr gern mit Feuer? Okay. Jetzt würde ich ihn eigentlich noch weniger spielen wollen. Drei Schaden fügt ein, wenn ihr diese Karte abwerft oder auch spielt. Ja, Raxus Faust. Also das ist eigentlich schon mal eine gute Karte. Das ist eigentlich auch eine gute Karte. Das ist mir viel Schaden. Und eigentlich will ich das wegkriegen. Spiele ich über Vorbereitung. Würde ich sagen. Das war unglücklich. Das war außerordentlich unglücklich. Jetzt könnte ich den Schimmerfuchs spielen und dann die Klingen. Dann können wir das auch noch lösen. Jetzt können wir es nicht mehr lösen. Doch, jetzt kann man es immer noch lösen, mit dem Teil zumindest. Da müsste ich keinen Coin spielen, aber ich würde es doch gerne machen. Eigenheilung finde ich cool. Dann mal da, machen wir den weg. Und dann mal gucken. Was man noch aus Stibitzen rauskriegt. Wir haben noch einen Schimmerfox. Wir haben Eigenheilung. Und er will erstmal. Okay, das finde ich schon mal gut. Weil ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass der Zwielichtdrache jetzt so stark aufgepowert wird. Dazu jetzt Plan könnte ich spielen. Jetzt macht es keinen Sinn mehr. Jetzt könnte er einiges ziehen, was du brauchen könnte. Tess oder Jörg wird er höchstwahrscheinlich dabei sein. Bei Karten, bei den paar Dienern, die wir haben. Mal gucken. Aber man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir spielen das. Spielen Nein, ist das. die Gerechtigkeit! Eine Frau ohne Sorgen. Und haben uns erstmal ordentlich was auf die Hand geholt. Tja, jetzt überlegt er, was er hat. Er hat einige Karten auf jeden Fall schon von mir Was kopiert. tun? Her mit den Kohlen! Mhm. Das interessiert! Okay, den kriegen wir auch gut weg. Plünderin haben wir, das ist auch gut. Mein ist die Gerechtigkeit! Shit.
Schlutter Schimmerfuchs erstmal rausholen. Ja, dann haben wir erstmal das hier, sehen hier, was das so ergibt. Pro Überladenen, okay. Das ist auch schön. Bisschen Heilung. Teilt mir eure Gedanken mit. Braucht ihr etwas Ausgefallenes? Mm-hmm. Okay. Ich kann den reduzieren. Dann machen wir den weg. Was soll ich bloß tun? Ich würde den eigentlich, glaube ich, gar nicht noch nicht spielen wollen. Dann ist so die Plünderin. Weil hier noch nicht so teure Zauber dabei sind. Also spiele ich lieber das. Nein, ist die Gerechtigkeit. Das. Das. Das nehme ich. Und die Plünderin noch. Und das? Segen des Pharaos. Oder Kontrolle übernehmen. Das denke ich ist mir jetzt hier angenehmer. Noch habe ich genügend Karten auf der Hand. Oder Platz auf der Hand. Ich müsste jetzt nicht noch. Oder die denn herbekommen? Lass diesem Herzen sprechen. Ah. Die machen wir erstmal weg. Mein ist die Gerechtigkeit. Ich nehme das. Und das. Viel Leben herstellen und eine Karte ziehen? Oder großer böser Voodoo? Was soll ich das finde ich eigentlich tun? Interessanter. So. Jetzt lohnt sich eigentlich schon so langsam Astrella Hela, um Segen des Pharaos runterzukriegen von meiner Kosten her. Ihr habt keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ausgefallenes? Ja, das ist nämlich schon problematisch. Das ist schon äußerst problematisch. Vernichtet alle Diener mit 5 Angriff. Das ist die einzige Chance, die ich habe gerade. Ja, okay. Hilft da nichts. Das Licht hat mich verraten. Interessant, auf jeden Fall. Mögen die Schatten euch verschwinden. Jetzt bin ich Priester. Kostenverrat einer anderen Klasse auf eurer Hand. Das würde ja auch heißen, die Priesterkarten wollen jetzt nicht billiger werden, sondern die Schurkenkarten. Würde ich es interpretieren. Yogg-Saron, du musst uns wahrscheinlich bald zur Hilfe ereilen. Braucht ihr etwas Ausgefallenes? Genau, Priesterkarten werden nicht günstiger.
Das hingegen schon. Und wir spielen den. Und heilen uns. So. Ein wenig auf der Hand. Es spricht vieles für Yogg-Saron. Jetzt spricht noch mehr für Yogg-Saron. Wir beten einmal bitte. Yogg-Saron. Mach was draus. 13 Zauber haben wir gewirkt. Das ist fertig. Okay. Cool. Gott sei Dank. Aua. Mhm. Okay. Schade. Okay, Board clear. Zwei Schaden können wir verursachen. Aber die Schuppenwürmer, die sind jetzt nicht so, dass ich unbedingt im Deck haben muss. Ah, ja, ja, okay. Das ist gut. 4, 6. Kriegt er die weg? Müsste. Aber der dürfte am Leben bleiben. Oh, Tess. Tess wäre jetzt so allmählich. Gute Sache. Endlich frei von diesem verdammten. Aber wenn ich Tess spiele, dann spiele ich all meine Schurkensachen. Das heißt, ich spiele meine Quest erneut aus. Jetzt hat er noch was. Heilige Nora oder was? Nee. Jetzt haben wir Tess. Okay, jetzt wird's interessant. Okay, ich spiel's einfach. Ich habe ja nichts anderes. Ich spiel Tess aus. Wir haben den Räuber. Wir haben Halluzination. Das haben wir. Das ist schon mal gut. Kriegen einen Haufen Karten, okay. Das ist schlecht. Okay, das kostet uns nichts. Oh, Vendetta geht auf Tess. Okay. Dann haben wir das, dann haben wir ein Geheimnis. Okay, Tess schon rein. Tess holen wir wieder hoch. Und wir spielen das und das und so. Okay, jetzt kriegen wir einen Diener dazu. Okay, das ist auch interessant.
Okay. Ich spiele einfach ein bisschen was mal aus. Mein Leben würde nicht König. Wenn die Schatten euch verschlingen. Okay, wenn ich jetzt Test spiele, dann würde ich das Board sowieso nochmal voll kriegen. Und jetzt kommt der Oxalbon. Oh, das ist ja. Er mischt sich nochmal Yogg-Saron rein. Das ist interessant. Ich habe 11 Schaden. Oh. Zwei finde ich gut. Mögen die Schatten euch verschlingen. Die werden ja sowieso viele beschwören. So kann ich eigentlich auch rein traden. Wer ja Mann haben will. Oder sowieso reintreten? Ach, ich weiß nicht. Mögen die Schatten euch verschlingen. So. Keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Jetzt mischen wir sie rein, oder? So, die mischen wir rein. Kostet nix. Okay. Kommt alle her! Test kommt rein. Ganz schön viel Schaden, dass er da, was er da hat, aber sagen bisher sind wir gut aufgestellt. Haben wir einen Dämon? Eigentlich nicht. Gottesschild und Spott. Das habe ich irgendwie nie auf meine Seite bekommen. Eisfalle. Das ist schön. Eine Eisfalle ist eigentlich ziemlich cool. Den Trail da rein? Nee. Jetzt hat er nicht viel Zeit, okay. Ich habe ja schon Liefe. Oh, hab ich mal kurz gucken müssen. Da war weg.
Und wir haben jetzt als Priester geworden. Und den Kartenrücken bekommen. Ah, Priester zählt auch. Sehr schön. Und da würde ich sagen, da setzen wir gleich noch nach. Weil es so schön war. Und nähern uns dann der Silberliga. Majev gegen Mechajaraxus. Mechajaraxus. Wer steht vor Mechajaraxus? Niemand entrinnt meinem Zorn. Nehmen wir mal so. Ich kann ja immer noch überlegen, wann ich das Entermesser wirklich ausspiele. Ja, dann machen wir lieber mal den hier. Hey, wollt ihr einen Rattenstiel kaufen? Da coin ich dann. Okay. Alles klar. Dann holen wir uns hier lieber noch Karten auf die Hand. Das finde ich eigentlich nicht so doll. Das geht schon eher. Interessante Kombination, ja, Dunkelheit gelöscht. Dass sie das mit eingebaut haben. So, ich sag jetzt, wir müssen was wegmachen. Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Das nehme ich. Meine Gerechtigkeit. Wo hat er die Karten eigentlich her? Ach, durch Abkehr, durch der Dunkelheit, ja. Und jetzt ist er halt ein Magier im Grunde. Was ja auch ganz witzig ist. Würde ich sagen. Ich nehme das und das. Okay. Pyroschlag. Muss man nehmen, finde ich. Und dann greifen wir mal an. Nein, ist die Gerechtigkeit. Nix, spielen Coin. Und dann haben wir irgendwas mit Angriff. Wahrscheinlich wieder eine Flammenfalle. Flammenfalle nimmt doch jeder gerne. Flammenfalle wäre jetzt ziemlich blöd. Ist es nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir es mal Halluzination spielen. Okay. Das ist dunkel. Das ist alles sehr cool. Dämonen kosten weniger. Oder uns zum Hexenmeister werden lassen und alle Schurkenkartenspiel. Was soll ich bloß tun? Ja.
Das finde ich gar nicht schlecht. Das Entermesser kriegen wir dann immer wieder. Verschwind! Braucht ihr etwas? Ja. So. Karte ziehen. Boah. Ah. Oh nein. Oh nein. Ihr Sterblichen versteht nichts, was da geht. Es hat mich nur meine Seele gekostet. Ja, ja, ja. Okay. Wir können den spielen. Dann habe ich aber auch wieder 8. Denk nach. Ah, welchen Abwerfer? 4, 2. Den 3-4er wegmachen. Oder einfach aus Face gehen. Ich gehe aufs Face, weil ich ihn ja fast in Reichweite habe. Mein ist die Gerechtigkeit. Das Problem ist halt, er könnte noch Eisblock haben. Könnte noch Eisblock haben, das ist ein echtes Problem. Ja, mit den Kohlen. Ja, das interessiert. Mhm. Ich habe 10 Karten auf der Hand, das ist auch ein Problem. Verdammt. Ich werfe 2 zufällige Karten ab. Wildling! Alles klar. Mein ist die Gerechtigkeit. Kollege, jetzt wissen wir, dass du kein Eisblock hast. Was ist das mit Spott? Nee, mit allen Charakteren, alles klar. Mhm. Bereit für eine Demonstration? Ich habe 9 Mana, das reicht noch nicht. Ich darf jetzt keinen Mist machen. Aber... Ist es Nacht, die ihr sucht? Meine Hand ist zu voll. Schlecht. Okay, ich sag jetzt mal, ich mach den hier. Ich spiel den aus, dadurch wird alles ein bisschen billiger. Braucht ihr etwas Ausgefallenes? Ich spiel, mach den weg. Ich spiel den. So, okay, jetzt darf er mich nicht wegmachen. Der wird ja nicht selber, der kann natürlich selber auch Pyroschlag haben. Das wäre außerordentlich problematisch. Hat er nicht. Zu Hause ist, wo der Wagen ist. Was ist das denn? Zu Hause ist, wo der Wagen ist. Fehler, Fehler. Eine zweite Chance. Plus 5-5, wenn ihr 10 Mana-Kristalle habt. Oh Mann.
Was soll ich bloß tun? Was sollst du nur tun? Bringt mir was, Test zu spielen. Ich könnte mich so ein bisschen heilen. Das macht die ja auch nicht weg. Oh, das gibt's doch nicht. Dann muss der weg. Hilft er nicht. Verdammt. Nein, ist die Gerechtigkeit. Ich bei Gift und Galle. Oh, ist das ärgerlich. Ich spiele noch einen Pyroschlag dadurch aus. So, Kollege. Auf zum Tanz. Zufälligen Diener, nee. Denk nach. Das müssen jetzt die zwei richtigen sein, ansonsten bin ich weg. Oder Tess. Spiel mal Tess, wer weiß, vielleicht passiert irgendwas. Gehen wir mit denen da drauf, wenn das überlebt. Tut er nicht. Nein, ist die Gerechtigkeit. Gut gespielt. Ah, bitter. Oh, er spielt Jock, das ist ja nett. Das ist echt nett. Okay, das ist eine interessante Runde. Also, wir können Gudan. Nein, Gegenzauber. Er hat eine ganze Menge auf dem Board. Ich nehme das und das. Ich kann Tess nicht oft ausspielen, der Wichtige bringt mir nichts. Es hilft ja nur. Im Grunde könnte ich das machen. Es gehen zwei weg im Durchschnitt. Bei 7, 4, 5 Angriff.
ungefähr 5 weg. Verschwind! 10 weg. Oder garantiert 7. Nee, dann machen wir so. Ist die Gerechtigkeit. Fehler. Wieso kann ich ihn jetzt nochmal angreifen? Okay, da kam dann der grausame Dune. Ach, ich hatte gedacht, der zerstört 2 von mir, der wirft aber nur 2 Karten ab. Muss vernichten. Das geht hier noch bis zum bitteren Ende. Wir müssen zusammenstehen. Feind für Dalaran. Zusammenstehen. Feind für Dalaran. Es steht in den Sternen. Alles einsteigen. Okay. Wenn ich da einen Yogg-Saron ziehe, ist es eigentlich auch nicht so cool. Okay. Mein ist die Gerechtigkeit! Ja, haben wir. Was ist, wenn ich jetzt den spiele? Wie viele Dämonen haben wir ausgespielt? Eigentlich ein paar, oder? Aber 3 Schaden, 3 Leben wieder kriegen, ist ja noch besser. Ein Pakt aus Blut und Schatten. Würde ich sagen. Gut, wir haben keinen Dämon ausgespielt. Das haben wir jetzt auch erfahren. Aber ich kann mich hochheilen. Ich verzehre mich. Es steht in den Sternen. Er hat noch einiges auf der Hand. Wir auch. Ich würde sagen, noch nicht. Leidet. Okay, jetzt könnte ich sie ziehen. Vendetta, okay. Vorbereitung. Und den. Muss ich eh abwerfen. Sturmwächter. Ja. Eieiei, und dann gibt's noch Yogg-Saron. Wenn er jetzt noch was Starkes raushaut, können wir noch mit Yogg-Saron reagieren. Aber hat er vor allen Dingen Zauber. Schade. Jetzt kommt der Yogg-Saron. Komm, mach ihn einfach platt. Du hast richtig viel Power. Knie zur Nieder vor dem Gott des Todes.
Feuer frei. Jawohl. Ich warte noch ab. Weil ich habe ja nicht mehr so viel Karten und. Ja, er hat nämlich nicht mehr viel. Wir müssen nur noch ein bisschen überleben. Können noch einen Teufelsfeuertrank spielen. Aber jetzt haben wir auch gerade ein starkes Board, das muss er erstmal wegkriegen. Aber nicht mit allzu viel Leben. Und was hat er im Deck? Das war schon nicht schlecht. Mit dem könnte ich den triggern. Ich habe ja auch noch Wissensklau drinne. Den würde ich gerne auch mal bald spielen wollen. Mach mal. So? Ne. So? Explosive Runen, okay. Ich traf eine Frau ohne Sorgen. Das Duell der bösen Hexenmeister, oh mein Gott. Wie geht's? Bis zur letzten Karte. Wissensklau und Tockwege. Sag mir nicht, der hat auch Tockwege. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Jetzt würde ich sagen, kann man es spielen? Beschwört alle Dämonen aus eurer Hand, wenn euer Deck keine mehr. Okay, habe ich nicht. Den machen wir weg. Ja. So. Das sieht doch gut aus. Aber denkt jetzt. Oh. Warum sage ich es überhaupt? Ich habe keine Karten mehr. Der hat vor allen Dingen auch viel Schaden auf der Hand. So, ich habe jetzt. Ich kann 3-6 Schaden machen. Er kriegt eine Menge Schaden. Ich könnte Alexstrasza zweimal reinmischen. Dann ziehe ich sie nächste Runde und kann sie spielen. Das machen wir mal. Oder wenn ich sie ziehe. Dann spielen wir den aus. Ich will das mit dem Mana machen. Ich brauche nicht mehr viel. So. Jetzt muss er mich erledigen in der Runde. Oder etwas mit Eigenheilung. Gut gemacht. Gut gemacht.
Ja, das war doch mal, das waren zwei schöne Runden. Man. Und gleich auf Silber aufgestiegen, ist ja der Wahnsinn. Wir kriegen eine Packung. Gold und was weiß ich alles. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Oder lasst ein Like da oder was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Nerosuit.